Oh, Dylan, oh, Dylan. Feinde seien durch dick und dünn, die Lamb und ihre Crew. Oh, Dylan, oh, Dylan. Feinde seien durch dick und dünn, die Lamb und ihre Crew. Bubba, 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 und damit herzlich willkommen zum neuesten Part von Bioshock 2. Und ohne Umwege geht's jetzt in die Tür. Und zwar durch diese. Es fehlt noch eine Leiche. Mal schauen, wo die sein soll. Da drin muss die sein. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem aktuellen Part und jetzt gehen wir rein, jetzt gehen wir rein! Ich weiß sogar die Kombi noch. 19, 19! Ach, hier steht sogar. Okay. War irgendwie, glaube ich, ein Geburtsdatum. Ich glaube, ein Geburtsdatum war es. Oder das Geburtsjahr. Wow! What? What? Pfarrer Simon Wales, können Sie mich hören? Ich habe einen Teufel in Ihrer Gegend in die Falle getrieben. Und Simon? Daniel ist tot. Ermordet? Hören Sie nicht, wie er nach Gerechtigkeit schreit? Die haben dir den Saft abgedreht. Echt? Du sitzt fest, bis die Notstromversorgung anspringt. Ich helfe dir, dir die Meute vom Leib zu halten. Sieh in der Rohrpost nach. Hä? Wisse, Bestie. Daniels Körper mag erkalten, aber seine Seele ruht im Kinde des Lamms. Du wirst in der Hölle schmoren und ich werde ein trauernder Bruder sein, der dich dorthin schickt. Halt die Schnauze, Mann! Halt die Schnauze, Mann! Arm! Bleib liegen, Mann! Geh weg von mir, du Penner! Weg von mir, hab ich gesagt! Deine Sünde holt dich ein, Bestie! Und sie hat unzählige Namen. Am Arsch, Mann! In your face, Mann! Wow, lebt doch, Mann! Ist das Simon? Nee, oder? Nee. Wow! Bam! Wow! Weg von mir, Mann! Helen Olamp ist unsere Rettung, Dämon! Du wirst uns nicht um unseren letzten Lohn bringen! Oh doch, Mann! Wir werden das gemeinsam mit meinen Abonnenten. What? Oh, ein dicker Mann. Ja, komm hoch, Baby. In your face, Mann. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Okay, du Penner. Ah. Wo ist das, Mann? Oh nein, ich habe keinen Treibstoff mehr. Komm, in your face. Bam. Ah. Bam. Yes, komm schon, Baby, komm, yeah. Oh nein, bam. Oh, bleib stehen, Mann. Ah, ah. Oh, Verbandskasten, nice. Was das? Gut gemacht, alter Knabe. Ich glaube, du bist schon nahe bei Simons unterirdischem Tempel. Geh zu Pumpenstation Nummer 5 und leg den Park von da aus trocken. Der Sauerstoff wird langsam knapp in der Bahn hier. Und ich würde es nicht gerne sehen, wenn unsere Partnerschaft so früh enden würde. Hm. Ja, mal gucken, ob du wirklich so ein freundlicher Typ bist, wie du immer gibst zu sein. Ich bezweifle das ja so ein bisschen. Ich hatte ja schon im ersten Teil von der Bioshock-Reihe Kontakt zu einem Freund, zu einem vermeintlichen Freund. Und naja, mehr möchte ich nicht verraten. Dazu kann ich wieder mal nur auf meine Playlist zu Bioshock 1 verweisen, zu finden unten in der Videobeschreibung.
so. Ah, aber eigentlich ganz cool, oder? Hat mir gefallen gerade der Moment, der Event oder so, wie man es nennen möchte. Hat Spaß gemacht. Wenn ich jetzt gestorben wäre, dann hätte ich wahrscheinlich das Gegenteil behauptet, aber ja, so ist es halt. Ne? Scheiße, ich würde gern die Spritze mitnehmen irgendwie, aber es geht nicht. Frage dich, Delta. Du, der du so unermesslich gelitten hast unter Menschen wie Ryan, was ist der Preis des Paradieses? Um dem Schmerz ein Ende zu setzen und der Sünde, welchen Preis müssen wir bezahlen? Eleanor ist meine Antwort. Okay. Wenn du das sagst. Gib mir doch mal hier den... Komm ich nicht von hier aus ran, oder was? Können wir nicht rausziehen, schade. Müssen wir per Hand rausziehen. So, nur dass wir den Sperm ausgezogen haben. Oh, die Harpune, die haben wir schon. Die könnte man eigentlich ruhig mal nutzen, ne? Wo gehen wir denn jetzt zuerst hin? Jimmy, geh nicht hin zu dem Mann, ich will dir keinen Schaden machen. Scheiße. Was ist das? Kämpf endlich fair! Du schaffst ihn! Erledigt! Wow! Ja, komm her, du Wichser! Du willst es also hart, hä? Alter! Wow! Ach, hör doch auf damit, Mann! Scheiße, ich hab die falsche Waffe. Oh, fuck, Mann, da gibt's mir richtig hart, Mann. Komm her, Mann! Komm her, du Penner! Ah. So ein Arsch, ey. Der hat mir ganz schön hart gegeben gerade. Ich hätte gerne einen neuen Treibstoff. Moment, man kann mit dem hier unten kaufen. Da müssen wir noch mal ganz kurz hin. Nee, nur Verbandskästen. Ach so, doch, da ist er. Boah, nice. Ohne. Was? Grüßus. Erfolg freigeschaltet. Grüßus. Geil. Hab ich was Falsches gesagt? Ja. So. Müssen wir mal zumindest ein bisschen forschen. Ich glaube, ich vernachlässige das immer so ein kleines bisschen. So, jetzt haben wir die Eve-Spritze auch dabei. Die Harpune können wir immer noch nicht mitnehmen. Oder beziehungsweise die Munition. Wir gucken nochmal auf die Karte, glaube ich. So, von da sind wir gekommen. Und wir müssen in die Bombenstation 5, um die abzuschalten, ne? Oder wie war das? Oh, jetzt habe ich nicht richtig aufgepasst. Müssen wir die abschalten? Ich weiß gar nicht mehr so genau. So, da lang, dann erstmal nach rechts, um den Raum reinzukommen. Bleib ruhig, Mann. Haben wir denn hier unsere nächste Leiche? Alles klar. Hier haben wir die. Habe ich mir fast gedacht, muss ich sagen. Aber erst hören wir uns das Tagebuch an. Sinclair, es ist mir egal, wie Sie es anstellen, dass Lamb aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwindet. Eigentlich würde ich den Kontakt zu Ihnen am liebsten ganz abbrechen. Aber erlauben Sie, dass ich mich ganz klar ausdrücke. Ich möchte es nicht mehr sehen, wie Lamb die Leute mit ihren bolschewistischen Fieberträumen infiziert. Löschen Sie jede Erinnerung an sie aus. Tue ich doch gar nichts. Beerdigen Sie sie für alle Zeiten. Habe ich wieder nicht aufgepasst wegen dem blöden Daddy. So, Mini-Geschütz, danke. Oh, cool. Wo habe ich das jetzt aus der Leiche rausgezogen oder aus dem Schreibtisch?
Wenn das mal ein paar, wie viel bisschen Minen haben wir denn noch? Fallen nieten, nicht Minen nieten, meinte ich natürlich. Aber mal hier so ein paar hinballern. So. Mann, bleib ruhig, Mann. Blöd, Mann, Gib mir seine Little Sister hinpacken. Die machen das noch auf die alte Art. Ich pack sie mir hinten auf die Schulter. Das ist nämlich sicherer. Das solltet ihr auch so machen, Kumpels. Oder solltest du auch so machen, Kumpel. Aber sieht man zu, dass er weiterzieht. Ich muss hier mal dringend ernten. Oh, hat die jetzt gekotzt? Schaut mal. Schick deine Tochter heim, du Freak! Das ist ein Quatsch. Warum greifen sie den nicht an? Genau, jetzt machen wir Action hier. Ach, guck mal! Boah, wie er die jetzt hochgefragt hat, Boah, dieser Schrei, oder? Mark erschütternd. Ziehen die jetzt weiter hier? Na, Gott sei Dank. Wow. Bin jetzt fast erschrocken ein bisschen. So, wo ist denn hier... Hä, wo sind die jetzt gestorben? Ah, hier so. Dann machen wir mal hier noch ein paar Fallen hin. Und dann... Ich glaube, wir werden ein bisschen Bofa verwenden und dann, Baby... Machen wir noch einen Quicksave und dann legst du hier los. Viel Spaß, Süße. Ich geh wieder die Action-Mucke los, passt auf. Und Action-Mucke an! Lass sie, Mann! Wow, Double Kill! Oh yeah! Piss dich, Mann! Schlampe! Ja, Junge! Bam! Oh, daneben, daneben! Lass sie, Mann! Oh, Medipack, Baby! Bin doch da, Mann! Schatz, Mann! Bam! Assi, habe ich gesagt, verdammt nochmal. Der Move, der ist schon abartig geil, oder? Du bist doch fertig, oder? Fertig? Ging's noch ein bisschen? Na komm mit, Süße. Oh geil, jetzt sehe ich das überhaupt erstmal, dass das von 40, ich kriege das sonst immer 40, wenn sie das mit mir teilt, das Adam, kriege ich jetzt 60 mit dem Plasmid, oder mit dem Tonikum, muss ich ja sagen. Das ist schon beachtlich, ne? So, die ganzen Leichen, die sind ja schon wieder währenddessen verschwunden, schade. Hätte ich vielleicht mal plündern sollen. Und dann würde ich mal sagen, suchen wir uns mal den nächstbesten... Schacht für die Kleine. Wo ist denn der nächste Schacht? Gute Frage. Ich habe gar keinen Bohrer-Treibstoff mehr. War nicht hier irgendwelcher rumgelegen? Deswegen habe ich jetzt den Bohrer doch gerade benutzt. Entschuldigung. Ein bisschen Frosch am Hals gehabt. Haben wir nicht hier irgendwo einen Bohrer-Treibstoff gehabt? Mir war es so. Genau hier. Und hier, zwar nicht so viel, aber wir switchen ja jetzt auf die hier, nö. Ich glaube, ich mache ein bisschen Schrot für den Time. What? Spinnst du, Mann? Arschloch! Nimm mal was getroffen, du Penner. Lagerkiste.
Warte, guck mal, da ist der Schacht. Probiert doch mir mal ein zu wechseln. Ich warne euch. Euch alle. Wo ist er? Gott. Arschloch, Mann. Gar nicht gesehen. Okay, dann stecken wir die Kleine jetzt mal in den Schacht rein. Hast mir gute Dienste geleistet. Wir sehen uns bestimmt wieder. Schluss mit Saugen, Süße. Jetzt geht's ab in die Haie. Na komm, hoch mit dir. Na komm. Na, komm jetzt, streng dich an. So. Nein, da ist jetzt gar nichts Zweideutiges dran. Ich verbitte mir solche Gedanken. So. Ach, alles klar. So, wunderbar. Das wollen wir das haben. Ja, genau. Ach du Scheiße, du sagst es, Kumpel. Kaffee hatten wir auch schon lange nicht mehr. So, da haben wir noch mal ein bisschen Bohrtreibstoff auffüllen, wollte ich gerade sagen, aber haben sie gar keinen hier. Machen wir wenigstens hier einen Heckpfeil und 4 Verbände. Machen wir mal 5. Machen wir mal 5. So, wir brauchen eine neue Little Sister, weil nach dem Menü hier fehlt uns noch eine. Und ich weiß auch schon, wer die hat. Den Typ haben wir ja schon gesehen. So. Tagebuch haben wir gleich. So, und jetzt hören wir uns das Tagebuch an. Lambs Operation. Ich durchschaue das Gespinst. Aber Lambs Anhänger sind verblendet von ihren Versprechungen. Es ist klar, dass diese Religion, die sie sich zusammengereimt hat, nur die Fassade für ein wahnsinniges wissenschaftliches Experiment darstellt. Ich weiß nicht genau, was im Schilde führt. Irgendwas, das unschuldige kleine Mädchen wie meine Cindy verändert. Mädchen, deren Angehörige krank sind vor Sorge. Deren Eltern sich so wie ich ruiniert haben bei der Suche nach Rapture. Sie verwandelt sie in eine Art Arbeiterbienen, die eine Substanz in Lambs Institut bringen. Ich muss dorthin. Ihre Anhänger murmeln etwas. Ein gewisser Alexander sei der Fährmann. Aha, okay. Na gut, dann machen wir hier mal noch ein Quicksave. Ihr wisst ja, was bei Saves immer passieren kann. Und dann, wahrscheinlich hacken wir das Ding beim ersten Mal. Passt mal auf. Ja, wieder nicht blau, aber das Blau wäre ganz vorne gewesen. So, Auto-Hack-Pfeile. Haufen Dollar und Phosphat-Munition hier für die Schrotflinte. Gar nicht mal so übel. So, was haben wir hier? Panzerbrechende Munition ist auch gar nicht übel. Hey, Schnauze, du Bitch. Garten, oder? Hat er letztens eine Little Sister dabei? Ich glaube, die hat er auch schon in den Aufzug gesteckt, oder? Also in den Schacht. Oder? Ist sie dahinter? Die ist dahinter, oder? Oh, die will ich haben. Die will ich haben. Die muss ich haben. Treibstoffhammer? Haben wir nicht so viel. Ich glaube, den werden wir erstmal auffüllen. Dann holen wir uns den Drecksack. Wir müssen mal hier runterspringen. Das ist bestimmt weh. Aua, 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 aua.
Naja, es ging einigermaßen. Oh nee. Sag nicht, ich bin jetzt hier. Ach nee. Sag schon wieder, ich bin jetzt wieder ganz woanders. So. Wir bauen nämlich hier erstmal Hecken. Bohrertreibstoff wollte ich eigentlich sagen. Bohrertreibstoff. So, und jetzt komme ich zu dir, mein Freund. Und luchse deine kleine Sister ab. Deine kleine Schwester. So, wo bist du? Und da geht's in den Keller, da wollen wir noch gar nicht hin. Wir wollen erstmal die Little Sister haben. Dringend. Irgendwo hier. Der blöde Simon, ey, der kann da irgendwie auch mal am Arsch lecken. Ach, guck mal, hier sind sie. Ja, ich weiß. Du magst das nicht, aber es muss sein. Es muss sein, Kumpel. Es muss leider sein. Bam! Und jetzt kommt schon. Ganz easy, wir machen das ganz easy. Ganz ruhig bleiben, ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Du hast es gleich hinter dir, du hast es gleich hinter dir. So, es ist alles wieder gut. Du kannst dich nämlich beruhigt hinlegen und ruhen. Du brauchst nicht weinen, Süßer. Du kommst mit mir mit. Ja. Wieder der Bohrer leer. So schnell geht's. Aber so Big Daddy hält er auch viel aus. Aber die können leider gar nichts hier, diese Rumbler, ne? Der hat er mir überhaupt nichts entgegenzusetzen gehabt. Oder. Oh! Ganz schön rein, die Wichser, mit ihren Sicheln. Na, komm her. Spider-Splicer-Organe können wie Verbandskästen verwendet werden. Genau, das haben wir auch schon im ersten Teil. Ah, in your face! Ah! So. Ist wieder Ruhe hier. Sind wir wieder kaum weitergekommen, aber naja gut, eigentlich schon, ne? Dadurch, dass wir jetzt alle Little Sisters haben. Zwei schon abgefertigt. Quasi. Schade, hier ist noch eine E-Spritze drin. So, zeig mir nochmal, wo die Leiche sein soll, die dritte. Ach, hier. Cool, Leute, ich stehe mir fast daneben, ey. So, jetzt müssen wir mal... Machen wir denn den nächsten Automaten mit Verbandskästen? Jetzt müssen wir erstmal irgendwo noch eine Sicherheitskamera hacken. Wo ist die Kamera? Da. So, das ist ja Elite, oder? Wie ist da der Zweck dahinter? Ach, guck mal, hier ist gleich die nächste. Ah, Tatsache. Das ist ja hammer nice. Dann machen wir das jetzt gleich. Machen wir gleich alle zwei hintereinander. Aber ich hätte gerne noch mehr Medipacks, um direkt zu sein. Ich fühle mich nicht so wirklich wohl. Ah. Hip-Up-Cola, die mag ich am liebsten. So. Und dann, wenn wir das auch später verschieben hier, den Tonikum, Tonika, verdammt, jedes Mal sage ich es falsch. So, und jetzt loslegen, Schatzi. So. Weg, komm hier! Ah! Hahaha!
Ja, komm her! Wow! Klappe zu, Mann! So, nice. Fertig, Schatzi, Mann. Wir müssen los. Und dann Geschütz in Ruhe, du Penner. Ah. Lass ihn. Mann, verdammter Mist hier. Ah. Was das? Lol, geht die Mucke wieder an. Nee, lol, was war das denn jetzt? So, jetzt ist Schluss mit lustig. Lol. Die Mucke, die spackt gerade wieder ein bisschen rum, oder? Nur so ein bisschen. So, wunderbar, das hat gut geklappt. Dann machen wir gleich die nächste hinterher. Die nächste Leiche. So. Ich kann eigentlich mal wieder die Schrotflinte verwenden. Wir haben maximale Munition im Moment. Ja, Fallnieten haben wir keine mehr da. Oder? Irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Aber Verbandskästen werden wir uns nochmal grabben. Und ich habe einen Typi gehört. Na, schlag mich. Geh ich drauf. So. Der hat gar nichts. Arsch. So, wo war die zweite Leiche nochmal? Hä? Da oben? Ich verstehe das nicht. Ach ja, stimmt. Wo bist du denn hin, mein Süßer? Du nennst mich einen Weichling? Mehr, du Wichser. Ja, Baby, da stehst du drauf, oder? Bam. So, wo war die? Ach da, hier ist die. Alles klar, dann machen wir hier mal noch mal ein paar Geschütze hin. Wir haben ja einen Überfluss im Moment. Wo machen wir das Geschütz am besten hin? Hier so? Und vielleicht... hier so? Und jetzt machen wir die Schrotflinte raus und dann... viel Spaß, Schatzi! Geh wieder die Action los. Komm schon! Ach Gott sei Dank, wir haben hier noch ein Geschütz, genau. Doch, das kann es sein, Kumpel. Ah, das läuft ja, oder? Wie von alleine, müsste ich fast sagen. Down. Komm, mach hin, Schatzi, ein bisschen weiter. Hey! Was das? Bist du fertig? So. Wir haben ganz schön Munitionsverschleiß, muss ich feststellen. Ne? Können wir weiter? Oh ja.
Oh, das war angenehm, dass wir das jetzt alles in einem Part abhaken konnten. Hier die ganzen Little Sisters und alles. Das war cool. Muss ich mal sagen. Schade, dass ich diese Geschütze nicht mehr aufsammeln kann. Das ist eigentlich auch blöd schon, oder? Oder doch? Habe ich das jetzt wieder aufgenommen? Ne, hier müsste sein. Ne, haben wir nicht mehr. Na gut. Warum hat mir das jetzt noch Schaden gemacht? Verstehe ich nicht. So. Gucken wir uns nochmal ganz kurz hier um und unten beim Gatherer's Garden. Wenn wir dann den Part mal wieder ausklingen lassen müssen. Oh, da gehen wir runter, oder? So. Noch eine Spritze, ey. Wo war denn jetzt der Gatherer's Garden? Macht nicht dafür Faxen. Ach so, ich muss meine Kleine noch abladen, stimmt ja. Ich habe bald vergessen, danke Kumpel. Boah. Nee, oder? Nee! Nee! Scheiße, 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 scheiße. Okay, das machen wir noch. Ihr habt's gehört. Big Sister Time. Komm Süß, schaffst du das alleine? Machen wir hier. Haben wir nämlich noch die Sicherheitskamera als Schutz ein bisschen. Wo ist er? Lol, ey. Komm her, du Schlampe! Ja, Mann! Bam! Komm her, Mann! Yeah! Da stehst du drauf, was? Oh, Scheiße, oh, Scheiße! Ach komm, wenn der Big Daddy dann wie ich steht, ist Scheiße, Mann! Mehr, du Bitch! Yeah, Mann! Komm, Bam, komm! Bam, komm schon! Nicht sterben! Alter, wow! Nein, nein, nein! Na, falsche Waffe, Mann! Ah! Mehr, du Schlampe! Ja, komm her, du Bitch! Na, ich muss mal ein Foto machen hier. Wo ist der Busse? Komm her, Bitch! Oh yeah, oh yeah! Steiger das maximale I. Plus, Big Sisters sind anfällig gegenüber panzerbrechende Kugeln. Stirb, Mann, stirb, Mann! Oh. Yeah! Yeah, nein! Nein, 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 nein! Boah! Stirb, Mann! Stirb, Mann! Yeah! Yeah, nein! Nein, 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 nein! Yeah. Wow! Das war... Das hätte aber noch böse ätzen können. Geil! Boah, wow, aber ein geiler Kampf, oder? Ich glaube hier, die haben mir nichts mehr entgegenzusetzen, diese ganzen widerlichen Kreaturen. Ich bin zu mächtig. Oh. Ah, das hätte aber schon wieder böse enden können. Aber ich glaube, ich habe mich langsam eingespielt hier mit dem Big Daddy. Ah, hier haben wir noch ein Tagebuch. Die Paarbindung ist ein Erfolg. Entfernt sich ein Exemplar der Alpha-Serie aus irgendeinem Grund zu weit von seiner Little Sister, kommt unsere physische Sicherung ins Spiel. Ein chemischer Auslöser, der zum Koma führt. Es ist eine symbiotische Beziehung, erzwungen durch die Pheromonstruktur des Mädchens. Das erste erfolgreiche Modell war Delta, glaube ich. Die Nähe zu der an ihn gebundenen Sister hält den Big Daddy am Leben und seine Kraft und sein Beschützerinstinkt sorgen für ihre Sicherheit. Ein Jammer, dass Dr. Su Chong nicht mehr unter uns weilt, um darauf anzustoßen. Jo,
Delta, das war ich. Ich war also der allererste Big Daddy. Kann ich diesem Tagebuch also entnehmen? Klingt logisch, oder? Ja, dann wirf noch mal kurz einen Blick in den Gatherer's Garden und dann könnt ihr euch wieder in die Kommentaren austoben, was ihr gerne sehen würdet, was ich gerne machen soll oder was ihr gerne mal sehen würdet. Wir gehen noch mal ganz kurz durch. Plasmid-Slot und Gentoniker-Slot ist ja eh klar. Scout ermöglicht es dir, als unsichtbarer Plasmide schwenkender Scout umherzugehen. Der Winterblast, wie gesagt, damit kann ich die Gegner einfrieren. Kennt man ja noch aus dem ersten Teil. Hypnotisieren, die zweite Version. Die haben wir noch gar nicht verwendet. Müssten wir vielleicht mal machen, aber ich stehe da nicht so drauf, um ehrlich zu sein. Ich weiß auch nicht, ob das dann zeitlich begrenzt ist und sowas. Aber nun gut, weiter geht's. Die Cyclone Trap, die haben wir schon mal gesehen mit diesem Wirbel. Kann man jetzt also auch Fallen auslegen, die so Wirbel machen. Der Insektenschwarm. Der Köder erzeugt einen Köder, der Angriffe von dir weglockt. Telekinese 2. Dank der stärkeren Telekinese kannst du jetzt härter werfen und mehr Schaden zufügen. Das ist eventuell auch gar keine schlechte Wahl, weil wir ja das jetzt im zweiten Teil deutlich häufiger verwenden als noch im ersten. Die Körperpanzerung wäre vielleicht auch mal angebracht, dass wir nicht so viel Schaden nehmen. Beim Trinken von Alkohol wird Kleinmengen Eve hergestellt statt entzogen. Ist eventuell auch ganz nützlich, aber müssen wir mal sehen, wie viel Eve dann noch... Adam dann am Ende übrig bleibt. Ne? Schau dir, was es hier alles gibt. Ich gehe jetzt noch mal ganz kurz ab hier. Oh, und weitere Verbandskasten tragen natürlich auch hammer nice, ne? Nun gut. Ich hab's euch alle gezeigt. Ihr könnt das euch ja nochmal durchlesen. Und dann hoffe ich, der aktuelle Part hat euch gefallen. Ich will es gar nicht mehr so lang hinauszögern, das Ende. Weil umso weniger Zeit habe ich dann für den echten Part. Und dann mit den Worten der Little Sister. Fallen gerade gar keine Worte ein. Daddy, Hilfe! Vielleicht so. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und dann hört man sich im nächsten Part wieder. Bis dann. Bye bye und. Tschüss.